Bonjour, Mathieu, und herzlich willkommen. Ich möchte euch einen Duft zeigen, seit langem mal wieder, den ich leider, erkläre ich gleich, während Black Friday mir bestellt habe. Leider sage ich deshalb, weil theoretisch bin ich davon wirklich kein Fan. Ich habe mir auch eigentlich ganz was vorgenommen, dieses Jahr am Black Friday nichts zu shoppen. Letty sitzt hier gegenüber von mir und guckt mich schon gerade sehr vorwurfsvoll an. Aber so auf den letzten Zügen habe ich eine Story gesehen von Angelina Pacciuli. Und da war ein mega krasses Angebot von Carna Barcelona. Und es gibt bei der Marke einen Duft, auf den ich schon lange ein Auge geworfen habe. Und deswegen ist es der geworden. Und zwar, den wollte ich euch nämlich jetzt zeigen, ist es der Palo Santo von Carna Barcelona. Die hatten einfach ein Angebot. Da gab es nochmal einen 50 ml Duft komplett gratis on top. Plus nochmal einen Rabattcode von Angelina. Und ich hatte einfach die Möglichkeit, diesen Flakon personalisieren zu lassen. Und das finde ich halt richtig cool. Deswegen habe ich hier mein Palo Santo einfach wie wir im Buch genannt. Völlig unkreativ. Aber who cares? Da steht jetzt mein Name drauf. Also das ist meiner. Und ich habe mir den eben jetzt auch schon aufgesprüht und wollte ich einfach mal kurz von dem Duft erzählen, denn ich finde ihn persönlich super spannend, weil ich liebe ja Palo Santo. Also ich liebe den Geruch von Palo Santo Holz. Ich rieche das unheimlich gerne. Ich habe das oft als Räucherstäbchen. Ich habe das aber auch als Holzstück zum Räuchern. Aber ich finde, wenn man das Holz räuchert, dann hat das so einen leicht kokosartigen Touch. Also es riecht einfach super warm, weich, holzig, mit einem Hauch Kokos, unglaublich lecker. Und der Duft Palo Santo hat für mich ein bisschen eine Anlehnung, aber es ist theoretisch ein krasser Gourmand-Duft. Also wir haben hier wirklich einen Rum-Akkord mit drinne, wir haben hier warme Milch mit drinne, wir haben Tonkabohne aus Venezuela und das ist halt das, was ich meine, beziehungsweise warum ich mich jetzt gerade spontan entschieden habe, euch damit voll zu quatschen, weil dieser Duft in zweierlei Hinsicht für mich persönlich absolut passend ist. Zum einen, weil ich sowieso Palo Santo wahnsinnig gerne rieche. Ich mag das Holz einfach wahnsinnig gerne. Und dieser Duft ist für mich nicht eins zu eins Palo Santo in Flüssigform, aber es gibt mir ein sehr ähnliches Gefühl, umhüllt mit ein bisschen mehr Gourmand-Touch. Und gerade diese Rum-Akkord-Düfte, die haben es mir eh brutalst angetan. Also es ist schon ein sehr holziger Duft, aber sehr warm, sehr mystisch. Ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt als lecker bezeichnen, sondern diese Gourmand-Geschichten, die da mit drinne sind, macht ihn einfach sehr umhüllend, sehr warm, sehr kuschelig, sehr gemütlich. Du denkst trotzdem irgendwie viel über diesen Duft nach. Also zumindest geht es mir so, weil ich einfach permanent das Gefühl habe, oh, da ist was drin, es ist sowas Fesselndes, es ist sowas Schönes. Und er hat trotzdem eine sehr coole Eleganz, die der Duft ausstrahlt. Und ich finde, es ist auch ein absoluter Unisex-Duft, dadurch, dass er wirklich so einen holzigen Touch hat. Also ich bin einfach wahnsinnig happy über diesen Duft und auch wenn ich zu meiner Schande geschehen muss, dass ich deswegen nicht stark bleiben konnte am Black Friday, freue ich mich riesig, dass er jetzt in meiner Sammlung ist. Es ist der erste Full-Size-Flakon von Carna Barcelona, den ich in meiner Sammlung habe. Ich habe aber auf die Marke schon seit längerem Auge geworfen. Ich habe ja auch schon Reviews über Carna gedreht, vor allem damals über die Journey Collection. Ich weiß nicht, über die drei bunten Düfte. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr coole Brand. Auch den Bobo habe ich zum Beispiel ganz, ganz oft empfohlen, hauptsächlich an die Damen, klar. Aber ich finde, es hat so was Modernes, Lässiges, Minimalistisches, Klares, irgendwie immer in den Düften mit dabei. Und dann trotzdem halt so ein Touch besonders, so outstanding Düfte. Und den wollte ich halt eben, wie gesagt, schon sehr, sehr lange haben. Und jetzt ist er meins. Und auch noch mit meinem Namen drauf. Also, ich werde in den Shorts dann noch demnächst euch zeigen, wie ich das Paket geöffnet habe und wie schön das verpackt war. Aber das wollte ich euch jetzt zurück in Limburg sozusagen schon mal erzählen. Also, lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen, ob ihr schon Erfahrung mit Carna Barcelona gemacht habt. Ich bin sehr gespannt. Kennt ihr den Palo Santo auch schon? Und wie ist eure Meinung dazu? Ich bin immer noch Gold vom Event von Samstag. Aber who cares?
Die nächste Zeit geht es ein bisschen wieder mehr weiter mit Duft-Content. Ich bin zurück im Lande, habe ich unheimlich viel zu erzählen, aber wir starten jetzt erstmal mit dem. Deswegen, Küsschen aufs Nüsschen, bis zum nächsten Video und ich freue mich auf eure Feedbacks.